Tag, liebe Leute. Neues Video. Es geht ins Heu. Oder erstmal ins Gras und dann ins Heu. Also, ich habe jetzt wirklich schwer Lohnauftrag hier. Fett Grasman für einen Kollegen. Also, was heißt, sind nur irgendwie 3,5 Hektar oder so. 3 Hektar, 3,5, irgendwie so die Richtung. Da will er Heu von machen. Da fahren wir jetzt gerade schön hin. Das ist so eine ganz schöne Fläche am Stemmweder Berg. Das ist bestimmt ganz idyllisch da. Und ja, da mache ich ein bisschen hier Schnick-Schnick mit meinem Mähwerk, dass er da ein bisschen mit seinem Kreiselheuer durchfahren kann für seine Kühe. Er hat so ein paar Jerseys und seine Freundin hat irgendwie ein paar Pferde, die brauchen natürlich auch Futter, ne? Und dafür macht er jetzt ein bisschen Heu. Ich habe letzte Woche auch gemäht, zweiten Schnitt, in Silo gefahren und einen Teil, so ein paar kleinere Flächen mache ich zu Heu. Das habe ich aber nicht gefilmt, weil ich hatte letzte Woche einfach nicht so Bock zu filmen und deswegen gab es auch gestern Sonntag kein Video, weil ich will mich jetzt auch nicht dem Druck aussetzen, dass ich es irgendwie machen muss, sondern ich mache das, weil ich daran Freude habe, weil es mir Spaß macht und das soll jetzt nicht zu so einer Verpflichtung werden, weißt du? Und deswegen mache ich halt einfach, ne, sage ich mir auch mal, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger. Aber gut. Jetzt ist auch wieder ein bisschen Material da, was man filmen kann. Zweiter Schnitt wäre natürlich auch gut angekommen. Aber ja, jetzt machen wir ja Heu. Ne? Zu Hause liegt das Heu auch noch. Da fahren wir gleich nochmal mit dem Kreiselheuer durch. Und ja, dann rufe ich die Kollegen an mit der Rundballenpresse. Ne? Jo, wobei dieses Video werdet ihr erst in 2 Wochen sehen. Also heute ist der 5. Juni, ne, also zweiter Schnitt jetzt. Also ne, nicht, dass das heißt, irgendwie, oh, das ist aber spät für den zweiten Schnitt oder so. Nee, den habe ich letzte Woche schon gemacht. Ihr seht das jetzt halt erst später, weil jetzt das Video, was ihr jetzt nächsten Sonntag seht, ist ein Video, da gibt es LED-Licht an 4.11er. Da habe ich ein paar LED-Lichter, LED-Scheinwerfer, LED-Strahler, 4 Stück, zum Testen zugeschickt bekommen. Ne? Und da, wer sich da ein bisschen für Nachrüst-LED in Top-Qualität zum niedrigen Preis interessiert, der sollte da einfach mal reinschauen. Das ist echt interessant. Also wirklich. Also in der Preiskategorie die heftige Qualität. Also wen es interessiert, der sollte da mal vorbeischauen. Gut, ich fahre jetzt zur Fläche hin und dann sehen wir uns da gleich wieder. So, bin hier auf der Fläche, so einer von den beiden, hier eine habe ich eben schon fix abgemäht, da wollte ich auch nicht filmen, da musste ich mich ein bisschen konzentrieren, da ist nämlich eben da oben aus dem Wald, kam Mutti mit, also Mutter Bambi mit Rehkitz rein und da muss ich dann einfach ein bisschen konzentrieren und langsam fahren, nicht, dass ich die beiden irgendwie erwische. Das war doof, weil ich hatte außen und zugemäht und auf einmal sehe ich es da in der Gerste rascheln da oben, komme wieder runtergerannt und springe dann ins lange Gras rein. Das war ein bisschen doof. Nicht im Gras dann nicht gefunden, ich habe es auch nicht erwischt, also von daher dann alles gut. Das ist so, die sind da heute Morgen früh mit der Drohne einmal drüber geflogen, haben da nichts gesehen, außer ein paar Hasen, die sind dann aber weggelaufen, als sie da durchgegangen sind. Ja, und dann eben beim Mähen habe ich dann gesehen, wie das Bambi da reingerannt ist, aber alles gut. Mutter und Kind sind wohl auf. So, wir sind hier in einem, am Stemmweder Berg. Bin ich hier am Mähen. Da hinter mir, da hinten da, das ist BASF. Und ja, und hier habe ich jetzt natürlich richtig schön Schlenker reingebaut. Weil ich hier eben gerade an der Kamera rumgefummelt habe, als ich hier runtergefahren bin. Naja, das versuche ich jetzt mal irgendwie ein bisschen gerade zu ziehen, damit es nicht ganz so scheiße aussieht. Storch, weg da. Also Störche sind ja auch immer lebensmüde, so ein bisschen, ne? Aber gut, also mal. Jo, Tempomat hier rein und dann fahren wir eben rüber. Auf der Fläche hier steht nicht wirklich viel drin. Ich mache die Kamera gleich mal hinten fest. Weil das hier ist extrem extensives Grünland. Also du darfst hier dazu kommt, dass das hier halt, ja, also das ist halt beauflagt, weil das hier Wasserschutzgebiet ist.
Und dazu kommt, dass das hier halt auch so eine Ausgleichsfläche vom Kreis ist. Und du darfst hier halt einfach nichts drauf machen. Also keine Düngung, kein Pflanzenschutz oder Minimaldüngung. Also so 100 Kilo N darfst du mineralisch düngen, aber keine organische Düngung und kein chemischer Pflanzenschutz. Und deswegen, das hier ist dann halt, das mäß halt einmal im Jahr so um diese Zeit. Da kriegst du hier ein bisschen Heu runter. Ja, und das war's auch. Mehr kannst du mit dieser Fläche nicht anfangen. Aber gut. Dafür kostet es auch nichts. Aber ist auch nicht meine Fläche. Ich bin hier gerade nur im Lohnauftrag unterwegs. Ne, ein bisschen im Lohn Grasmähen. Grasmähen ist ja eine schöne Arbeit. Ich mache das ja ganz gerne. Ist das nicht ein Ausblick? Herrlich! So am Stellen wie der Berg ist ja schon ganz schick. Ich finde es ja bei mir zu Hause schon ganz schön. So landschaftlich gesehen ist das hier super. Also meine ich jetzt. Aber ihr könnt mir eure Meinung dazu ja mal in die Kommentare schreiben. Wunderschön. Ja, aber wie ihr gesehen habt oder seht, dicke Schwaden sind das nicht. Viel kommt hier nicht runter. Da oben am Berg, da ist ein bisschen besser. Ich weiß auch nicht, ob da mehr Wasser ist oder so, aber da stand's höher, da stand's dichter. Aber gut, da hinten mit dem Johnny und Mulcher steht der Patrick, mein Auftraggeber hier. Er hat hier eben einmal aus dem Zug gemulcht, weil von außen wächst Jakobs Kreuzkraut. Nein. Und das ist ja extrem giftig für Tiere. Und deswegen, weil da im Rand steht das halt immer extrem, deswegen hat er hier halt außenrum zugemulcht. Und dann sind sie hier jetzt die letzten zwei Tage drin gewesen und haben das Kreuzkraut hier aus der Fläche rausgesucht, damit das auf gar keinen Fall irgendwie ins Futter kommt, weil das wäre für die Pferde und für die Rinder gesundheitlich nicht wirklich fördern. Ja, und das, was da jetzt so wegstaubt, das sind so kleine Maulwurfshaufen, die hier überall zwischendurch mal liegen. Deswegen staubt das da so. Ist halt wieder furztrocken und könnte mal wieder regnen. So, also wir hatten jetzt ich glaube zwei oder drei Wochen haben wir jetzt schon keinen Regen mehr, merkt man auch so langsam. Deswegen, aber es ist jetzt auch halt wieder kein Regen in Sicht und jetzt mal wieder so ein Tag, wo mal irgendwie so 10 Liter kommen oder so zwei. Boah, das wird der Natur, glaube ich, ganz gut tun. Beim Getreide wäre es jetzt gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich so, wobei der Weizen kann auch noch ein bisschen Wasser gebrauchen, aber der steht bei uns auch auf tieferen Flächen. Dem geht's eigentlich ganz gut. Der Roggen und Tritikale die Ehre ist da, das Korn ist gefüllt. Von daher kann da auch nicht mehr viel passieren. Ich bin jetzt auf dem 4-Elber, habe meinen schönen 6-Sterne Niemeyer hinten dran. Und ja, ich habe die Räder jetzt schon so schief gestellt, dass das hier vom Rand wegstreut. Ich bin jetzt nämlich hier bei uns am Haus, hier auf dieser kleinen Ecke hier halt und fahre gleich noch die anderen Flächen ab. Die Räder stehen schräg, wie man sieht, dann dreht er sich gleich so noch innen ein und schmeißt dann halt vom Rand wieder weiter nach innen so. Ja, ich denke mal, ich fahre hier heute noch einmal durch, weil hier so im Schatten unter den Bäumen ist das noch nicht ganz trocken und dann kann ich das morgen oder so in Schwarzlegen pressen
Ja, und dann habe ich hier ein bisschen Heufutter für die Tiere, ne? Ich montiere euch mal hier hinten. So. Also auch. Sieht jetzt schön, er steht schräg, muss ich da an dem Baum hier aufpassen und das passt natürlich nicht. Upsi. Oh, da muss man fett ran. Ah. Da jetzt mit dem Pflaumenbaum aufpassen. Jetzt geht das hier wieder bergauf. An dieser Wiese muss man richtig aufpassen, dass man nichts kaputt macht. Oh. Warte, ich mach mal hier 540er Zapfwelle ausgewählt. Hier, ich mach mal gerade die große rein, sonst habe ich das ja hier so. Also die 540E oder hier ist es ja 750er. So, dann schmeißt das auch besser. Zinken nicht abbrechen. So, Zapfwelle an. Zack, zusammengeklappt. Nächste Fläche und dann, ja, dann kann ich gleich schwaden, würde ich sagen. Ach so, scheiße, ihr seht ja gar nichts. Drehen wir mal die Cam hier. Oh. So, jetzt steht sie gerade. Ein bisschen auch so wieder. Zack. Hier steht gar nicht so viel drin. Ich glaube, da muss ich zusehen, dass ich das beim Schwaden überhaupt wiederfindet, stellenweise. Also hier vorne links liegt gar nichts. Das hat man, glaube ich, beim Rauffahren gesehen. Und ja, da hinten, da sitzt aber ganz gut was drin. Hier muss ich jetzt auch noch gerade einmal kreiseln, die Fläche. So Leute, neuer Tag, neues Glück. Ich habe jetzt den Schwader hinten dran und jetzt einmal die Reißleine. Ich bin jetzt hier auf dieser einen kleinen Fläche, wo so wenig drin steht. Mal gucken hier. So, und jetzt will ich hier erstmal nur einmal außen und zu schwaden mit einem Kreisel. Dafür muss ich jetzt den Hahn da verstellen. Ah ne, warte, dafür muss ich ihn ja. Ich
erst hochfahren in Arbeitsstellung. So. Und dann so. Nee, genau andersrum. Ja, genau. Perfekt, das wollte ich erreichen. Jetzt setze ich mich mal zurück in die Ecke. Und hoffe, dass das funktioniert. Mal sehen wir runter. Oh, das ist ein bisschen scharf. Und dann hoch so. Fläche, neues Glück. Jetzt hier auf der Wiese hier von meinen Nachbarn da. Diese, wo ich gefragt habe, ob ich die einmal ausmähen kann. Hier sitzt tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen was drin. Also auf diesen Bauplätzen und so, da sitzt ja nichts drin. Ja gut, und bei mir da im Haus, da in der Weide, da sitzt halt auch ganz gut was drin, ne? Wollen wir hier mal gerade irgendwie hinrangieren. Das ist halt alles mit diesen spitzen Ecken und so und alles kacke. Muss ich nachher nochmal mit der Hake hinterher gehen. Und dann das, was ich mit dem Schwader nicht mitgekriegt habe, hake ich hier dann halt schön rein. Ne? Thank you.
So Leute, neuer Tag, neues Glück. Die Ballen sind gepresst und auch zusammengefahren. Das habe ich jetzt, also das Pressen habe ich einfach eben kurz mit dem Handy gefilmt, weil ein Kumpel kam und dann war Bier im Spiel und Hektik. Und ja, deswegen habe ich dann eben kurz mit dem Handy ein bisschen was gefilmt. Zusammengefahren habe ich die dann vorhin, ja so. Und ja, ich widme mich jetzt anderen Dingen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und dann sage ich bis zum nächsten Mal.